Moin Moin und willkommen zurück zu einer weiteren Folge Starlink Battle for Atlas mit Star Fox, Fox McCloud. Wir spielen gerade die Kampagne, und zwar die Hauptkampagne, und uns fehlt ein weiterer Turm. Das heißt, wir haben den ersten Turm haben wir erledigt, den zweiten Turm auf Wireless haben wir auch, auf Tundria haben wir auch installiert. Jetzt bräuchten wir noch einen auf Ashar oder Necrom. Wir könnten jetzt natürlich auch noch Ashar fliegen und die Enthüllung des Plans vom Starwolf machen, das ist alles ein. Aber man muss dazu sagen, wir müssen auch ein paar Dreadnoughts erledigen und, das habe ich in letzter Folge versucht, klappte nicht, da es noch zu viele Primes gibt. Das machen wir auch. Auch weiter wollte ich mal gucken, ob ich nicht meine Mods oder so erweitern kann. Deswegen gehen wir mal rein, gehen mal zu Equinox und gehen mal in die Modding-Bucht. Und wie ihr seht, das letzte Ding können wir jetzt nämlich hochentwickeln. Das machen wir auch. So, hochentwickelte Waffen. Zack, wurde einfach schon. Das heißt, unsere Waffen haben jetzt alle, jetzt haben wir natürlich 8 von den Kernen verbraucht, aber jetzt können wir auf jeden Fall einen weiteren Punkt reinpacken in unsere Waffen. Wir gehen mal in die Frostwaffe. Wie ihr seht, haben wir jetzt hinten einen Platz frei. Da suchen wir uns das aus. 25% Kälteschaden ist doch perfekt für ihn. Bam. Da haben wir schon 25%, da haben wir nochmal 25%. Perfekt. Besser geht's nicht. Haben wir hier noch? Legendär. Fehlt mir noch mal fahren? Ja, okay. Die sind schon ganz gut. Jetzt gehen wir nochmal in die Hitzewaffe. Zack. Noch was? 15 Chance, zu Ziel zurückzuwerfen oder in Stolpern zu bringen. Ja. Elektrum von Schiffen und Legen, die zerstört werden. Ja. Erfahrung mit dieser Waffe ist natürlich geil, wenn die Erfahrung ein bisschen höher geht. Aber das brauchen wir gar nicht. Dann hier 15% Schaden. 20% Hitzeschaden. Das klingt doch auch gut. Haben wir hier schon mal 20%, da 20%. Das lassen wir so. Perfekt. So, wie man sieht, könnten wir ihn hier auch nochmal ein bisschen fokussieren. Obwohl, nee, brauchen wir gar nicht. Fällt mir gerade ein. Warte mal, nein, ich wollte nicht die Schredderwaffe drin haben. So. Ich wollte nur die Schredderwaffe ein bisschen umbenennen, aber das können wir. Dann können wir auch einen Mod reinsetzen. Nur falls wir mal wechseln müssen. Unsere Schiffs- und Waffenmods. Da können wir leider nicht mehr. Da haben wir schon alles das Höchste, was geht. Also können wir nicht höher bekommen. Aber wir können natürlich noch fettere Sachen bekommen. Ich kann mal gucken. Ich glaube, man könnte X-Mod fusionieren. Kostet 2000. Machen wir mal. Können wir noch ein bisschen fusionieren? Fusionieren. Ah, ist eigentlich Schwachsinn, das jetzt alles zu machen. Wir brauchen das nachher nur fusionieren, wenn wir mal hier oben so 3 oder 4 Stück von haben. Deswegen ist es jetzt eigentlich egal. So, und so fertig haben wir Piloten. Wir haben noch einen Punkt. Kosten 2, kosten jeweils 1. Zack. Fertigkeit verbessert. So. Wie ihr seht, sind wir jetzt wieder startklar. Müssen mal gucken, weil die Hauptkampagne, da kommen wir jetzt leider gar nicht weiter. Aber wir können die Sternkarte gucken. Wollte ich den Dreadnought, wollte ich besiegen. Das klappte nicht. Das heißt, wir werden hier den Prime zerstören. Und hier, na, da sind die noch ganz gut. Lass uns mal hier hinfliegen, nach Sonatus. Das ist doch gut. Das ist sogar Sonatus. Okay, können wir direkt hinfliegen. Können wir keine Schnellreise machen dahin? Ne, brauchen wir nicht. Dann sind wir schon gleich da. So, gehen wir runter. Und müssen da ein bisschen für Aussehen sorgen, damit wir den Prime erstmal erledigen können. Ich komme auf Sonatus an. Sonatus. Genau, das machen wir jetzt auch. Warnung, atmosphärische Verschmutzung erkannt. Oh. Die Triebwerke sind beeinträchtigt. Okay, dann müssen wir ein bisschen was machen hier. So, jetzt kleinen Springer. Runter von meinem Bildschirm hier. Gute Wahl. Deine Waffe zerfetzt sie. Gut, dann setzen wir mich, wenn wir schon hier sind. Ist da noch einer irgendwo? Wieso befinde ich mich im Kampf? Ach, da ist es deswegen. Sind wir noch im Kampf? Da muss doch irgendwo einer sein. Ach, da sind ganz viele, okay. Kälteresistenz? Kann ich mir nicht vorstellen. Kontrolle verloren.
soll es gewesen sein. So, wir bauen hier einen Außenposten hin. Und zwar ein Observatorium, damit wir ein bisschen was von der Gegend sehen. Den bauen wir richtig schön aus, damit wir schön viel Platz hier haben. Nebelberg, Observatorium errichtet. Seh dir das an. Das ist ein Raumhafen. Sanadas. Endlich! Ein intelligentes Wesen. Ich habe schon gedacht, es gibt auf dieser Welt. Ein Raumhafen. Vielleicht sollten wir den nochmal uns gleich angucken. Habe ich ihn gar nicht ausreden lassen, das ist natürlich unhöflich. Gut. Wir müssen leider nochmal eine höher machen. Dank Ihnen ist unsere Anlage auf dem neuesten Stand. Die besten Sensoren in Atlas. Bitte. So, den Prime holen wir uns auch gleich. Aber jetzt müssen wir mal kurz gucken. Biwak. Ja, lass uns erstmal hier so ein paar Dinger zerstören. Kommen wir nicht drum herum. Nein. Oh, runter. Warnung. Atmosphärische Verschmutzung erkannt. Die Triebwerke sind beeinträchtigt. Ja, jetzt müssen wir einmal hier alles heile machen wieder. Nein, ach, wieder. Springerschwarm entdeckt. Wollte ich gar nicht. Oh, die sind echt ein Problem. Wir sollten sie beseitigen. So. Ja, dann beseitigen wir die kurz. Mein Gott. Lass das. Noch einer. So, ab zu unserem Ziel erstmal. Du hast dieses Ungeziefer wirklich das Fürchten gelehrt. So, da hinten ist das Ding. Das können wir zerstören. Ein Extraktor. So. Ihr wundert euch immer, warum ich den so schnell zerstöre. Das liegt daran, dass die Mods ja so hoch sind. Das heißt, sobald meine Partner kommen, geht alles auf 300% Schaden. Und deswegen gehe ich immer gleich auf den Punkt in die Mitte, damit, irgendwie die, damit ich die ganzen rundherum, die ganzen Legion-Leute gar nicht erst killen muss. Was sehr praktisch ist. So. Jetzt können wir eigentlich nur unser Raumschiff aufrüsten. Mehr können wir nicht aufrüsten. So, den haben wir geschafft. Hier nehmen wir noch den nächsten Springerstock, damit wir noch einen... eine Station aufbauen können. Immer, auf das, immer ein bisschen auf die Kohle achten, aber wir kriegen ja von den ganzen anderen Planeten Kohle. Deswegen ist das schon sehr cool. Kann man sich ein bisschen auf das andere konzentrieren hier. Ja, genau, da müssen wir auf jeden Fall ein bisschen eine Station einrichten. Observatorium vielleicht. Okay, noch ein Außenposten. Genau. Wir brauchen alle Hilfe, die wir kriegen können, um die Türme zu bauen. Gute Arbeit, weiter so. Hallo, wir könnten ein paar der Kerne, die Sie dabei haben, gut gebrauchen, wenn Sie handeln möchten. Naja, machen wir noch. Aber erstmal. Oh, hi, tut mir leid, wenn ich zerstreut wirke. Aber ich bin nun mal der brillanteste Geist diesseits von Andromeda. Sie haben auch mal dumme Sprüche, ne? Denkt man sich auch jedes Mal, mein Gott, ihr labert und labert. So. Jetzt können wir von hier aus praktisch den ganzen Planeten überwachen. Super.
So. Sind wir hier? Also wir gehen jetzt nochmal hier hin. Oh, warte, dir helfe ich. Helf mir kurz. Versuchen wir zumindest. Gehen sie ab. Beschließen sie sich gegenseitig? Jawohl! Box 1, böser Kerl 0. Starke Gravitation! Oh, Entschuldigung. Gravitationsscheiße. Ich helfe dir, ich habe dich auch abgeschossen. So, holen wir den nächsten. Nächsten Turm. Okay. Ah, komm. Du bist auch noch da, ne? Wir reparieren die Dinger mal wieder. Das ist ein bisschen nervig. So. Yes. Kommen wir da raus gleich. Keine Angst, ihr müsst jetzt nicht immer gucken, wie ich diesen ganzen Planeten immer befreie. Das mache ich jetzt einmal nochmal, um zu zeigen so ein bisschen. Und bei den nächsten Malen mache ich das schnell für mich selber. Feindliche Outlaws entdeckt. Schönes Schiff. Ich glaube, das nehme ich mir. Ha, erwischt! Ha. Komm her. Mit diesen Pennern kann man nur eins tun. Mit einem. So, haben wir auch erwischt. Den Turm vor. Schritt zurück ins All jagen. Gut gemacht. Das ist jetzt ein bisschen Fleißarbeit, ne? Merkt man selber so ein bisschen, ne? Irgendwas machen, aber es ist irgendwie nur Fleißarbeit. Solche Anfauna in der Nähe entdeckt. Ich helfe gerne den Tieren, ich finde es ein bisschen Sünde immer. So. Oh. Dieser blöde Gravitationsheini. Oh. Ah ja. So, das war's. Warte, man kann die ganze Musik gar nicht ausleben, ne? Die Musik ist so cool immer. Aber naja.
Wir wollen jetzt so schnell die Türme erledigen, damit wir den Prime ausfindig machen können und dann den Prime erledigen können. So, hier sind wir ein paar Sachen ein. So, jetzt sind wir schon hier. Da können wir nochmal schnell hin. In der Nähe sind. Legion solcher und Fauna in der Nähe entdeckt. Uplink eingerichtet. Legion Datenkern wird gehackt. Für eine stabile Verbindung in der Nähe bleiben. Warnung, Legion-Verstärkung ist eingetroffen. Und bearbeitet. Legion solcher und Fauna in der Nähe entdeckt. Okay, hier ist noch einer. Eine. Richtung? Okay, wo ist die Richtung? Welche Ladung Elektrum ist gerade eingetroffen? Sehr gut. Gut, dass wir so viele Prospektor-Freunde haben. Sonde der Legion entdeckt. Ist er noch da? Hey, sie geht das nicht runter. Da ist einer. Hey, der war gerade eben nicht da. Oh. So. Die Legion, die Legion wurde zurückgedrängt. Auch. So haben wir schon fast viel, ganz schön viel hier gemacht. Jetzt müssen wir mal gucken, dass wir hier ein bisschen was erobern nochmal. Ein paar Sachen müssen wir leider einnehmen immer und dafür die kleinen Missionen machen. Einfach aus dem einfachen Grund, damit die Bergungsarbeit machen und sie uns auch immer mehr Kohle an Land scheffeln. Weil die Kohle, oh, ist ja sehr wichtig, ne? Kann man halt nichts mehr kaufen. Kommen wir dann noch?
Okay. Was war das? Gut, hier kann man nicht groß was befreien. Fliegen wir erstmal zu dem, wo wir hin wollten. Werkstatt. Mach einen kleinen Auftrag für die Werkstatt und das ist unsere. Feindliche Outlaws entdeckt. Oh. Können Sie aufhören, mich anzugreifen? Oh Mann! Komm, nimm das! Nein! Die Raffinerie wird angegriffen! So. Ah, oh, perfekt, schon unser. Outlaw-Schurken eliminiert. Ja. So macht man das. Gut, dass Sie vorbeigekommen sind. Vielen Dank auch. So, Inkler. Ja, willkommen zurück. Könnten Sie bitte schnell machen. Verbessern. Die Raffinerie auch gleich. Ich weiß einen Weg, noch mehr Elektrum zu beschaffen. Mit Ihrer Hilfe, meine ich. So. Sie haben eine Menge Kerne dabei, Mann. Bringen Sie sie her. Wir helfen beim Entladen. Okay, die Kerne können wir mal abgeben. So, dafür kriegen wir auch Sachen. Die Legion hält den Fortschritt auf, das heißt, wir werden das Ding nochmal hier erobern. Und dann werden wir einen Außenposten errichten nochmal. Müssen wir ja. Kommen wir nicht drum rum. Also heute ist wirklich nur Fleißarbeit angesagt. Aber auch das macht ja Spaß. Zumindest mir macht Spaß. Ach komm, die sind egal. Direkt dahin jetzt. Gigant, okay. Deswegen habe ich schon gewundert, warum es so schwer ist. Ja, die Waffe ist genau richtig. Genau, die anderen sind platt, damit die uns nicht stören. Kritische Treffer, immer von hinten schießen. Nimm ab den Dötz. Komm, so. Mal drehen. Komm schon. So, der ist auch weg. Den kriegen wir nicht abgeschossen, weil da noch immer diese anderen Dinger sind. Da, genau. Scheiß Sonden. Kacke. Die Sonden sind natürlich scheiße. Die hab ich nicht gesehen. Die halten natürlich das auf, dass man sich zerstören kann. Oh, ich häng fest. Dreht's aber. Weg hier, weg hier, weg hier! Dann bin ich wohl raus! Das ist noch nicht so einfach. So. Mein Eisriesen auch zerstören. Wir sind jetzt nur die Eisriesen, muss gar keine Dings zerstören. Ich steige aus. Hä? Also jetzt muss ich auch treffen da. So. So, mein Gott. Oh, eine harte Geburt hier. So, die holen wir uns raus. Oh, hier liegen noch ein paar blaue Sachen.
Was? Da liegen noch mehr Bock. Mein Gott, auch nicht was fallen gelassen hier. So, den haben wir erledigt. Jetzt müssen wir auf jeden Fall nochmal hier so ein. Und wir fliegen zu dem. Und da oben den. Machen wir da schnell. Oh. Direkt vor uns. Liegt das Prachtstück? Sprengerstock entdeckt. Lass das! Ziel eliminiert. Sehr schön. Sieht nach einem guten Platz aus. Und? Willst du... Ja, hier können natürlich verschiedene Sachen bauen. Könnt ihr auch mal eine Werkstatt bauen? Oder wir stellen ein Arsenal her. Machen wir mal. Wir setzen hier ein Arsenal hin. Arsenalaufbau abgeschlossen. Jede Menge Missionen stehen bereit, wenn du soweit bist. Dadurch ist es schwieriger für die Legion hier weiter Fuß zu fassen. Achtung! Starlink an Deck! Man kann jetzt nicht verbessern. So. Ist natürlich nicht viel Gebiet, was man da erobern kann. Also es kommt auch ein Ding nach dem anderen steigt hier auf, ne? Der Prime, da ist er. Müssen wir mal aufhalten. Also wir fliegen jetzt zu dem mal hin und halten den auf. Weil sonst wird das alles nichts mehr hier. Der setzt ja ein Ding nach dem anderen hin. So schnell können wir ja gar nicht handeln, wie der die Dinger hier hinpflanzt. Fliegen da mal hin. So, dauert einen kleinen Moment. Und dann erlegen wir den Prime noch. Dann haben wir schon gut was geschafft für heute. Oh. Gute Farben hier zwischendurch, ne? In diesen Kristallen. Ist er doch schon. So, den machen wir jetzt mal kurz fertig. Jetzt wirst du bezahlt. Oh, der hat. Was willst du? Nicht so viel gebracht. Schnell auf den Kopf ziehen, bevor er sich erholen kann. Oh. Es geht los, Leute. Los geht's. Er will abhauen. Wir folgen ihn so ein bisschen, ne? Ich weiß gar nicht, wann er aufhört zu laufen. Noch ein Stückchen irgendwie und dann hört er auf einmal auf und dann kann man ihn ganz killen. Nervig. Wenn das nicht alles täuscht, dann kriegt er die Kristalle oben. Mal gucken, wie er das genau macht. Feuerkristalle oder Eiskristalle oben hat, das werden wir dann sehen. Du rennst dahin, das ist ja beschissen. Extraktor entdeckt. Energiewerte niedrig.
da. Aber ich kriege erst ein bisschen Leben. Okay. So, komm her. Seine Unterseite ist verwundbar. Dort angreifen. Okay, noch eine Runde. Prime hat Verstärkung gerufen. Jawohl! Box 1, böser Kerl 0. Die Musik schockt mich einfach so an. So richtig schön dramatische Musik. Gut gemacht. Es wird kalt. Wir haben einen Extraktor ausgeschaltet. Er hatte keine Chance. So. Den haben wir erledigt. Anlegt. Wir alle sind stolz. Vergiss nur nicht, dir den Prime-Kern zu schnappen. Prime-Kern schnappen wir uns. Jetzt müssen wir irgendwie zu einer Station eiern, wo wir abgeben können. Wir bauen einfach. Hier zum Beispiel. Wo du abhaust. Hab ich dabei. So, fliegen wir schnell hin. Prime ist tot. Wir erobern noch den Rest hier kurz. Ja, los. Oh. Ja. Ja, es ist natürlich eine Folge gewesen, wo man denkt, ah, man sieht nicht so viel Neues, weil, aber es ist, so ist das Spiel ja halt. Was immer die vorhaben, es kann nicht gut sein. Wir sollten sie aufhalten, solange es geht. Springerstock entdeckt. Das ist die richtige Waffe für den Job. Schieß weiter. Ziel eliminiert. Sprengerschwamm neutralisiert. Gut. So, hier kommt noch so ein Ding hin. Observatorium online. Kommen Sie vorbei, wenn Sie etwas Zeit haben. Ja, wir bauen aber noch mal kurz weiter. Starlink-Datenbank aktualisiert. Oh, hallo. Keine andere Kreatur dieser Galaxie weist eine Knochen- und Muskeldichte auf, die mit der des Usataurus vergleichbar wäre. Verwenden Sie den Fauna-Analysator, um physiologische Daten zu sammeln. Warte mal kurz ab. Und wir machen noch eine Erhöhung. Jetzt können wir von hier aus praktisch den ganzen Planeten überwachen. Natürlich sehr gut ist für uns. Guardian-Einheit berichtet. Extraktor zerstört. Wiederhole. Extraktor zerstört. Natürlich gut, dass die das auch selber machen. So. Haben wir nicht was bekommen? Kurz auf den Plate nochmal rumgucken, ob man hier irgendwas machen kann. Und die Extraktoren, die zerstören sie ja.
Den brauchen wir dann nicht mehr machen. Aber vielleicht setzen wir noch irgendwo was hin. Was ist das? Nebelhofer-Package, okay. Ist, glaube ich, ein Stückchen weit weg jetzt. Aber vielleicht sammeln wir den noch schnell ein. Oh ne, ich glaube, wir können schon direkt... Ne, warte mal. Nein, noch mal runter. Wir müssen... Den sammeln wir nicht ein. Da fliegen wir jetzt hin. Zum... Da fliegen wir jetzt erst hin. Die Werkstatt noch mit hier. Also die Bergbauer. Die können uns dann für uns was tun. Wir haben ja Kohle dafür. Und dann suchen wir einen Platz, wo wir noch ein Starlink aufbauen können. Wir haben ja genug Kohle. Müsste ja klappen. Hallo, wer sind Sie? Wie geht's? Ich bin Fox. Ich und meine Jungs, wir haben uns Starlink angeschlossen und wir wollen die Legion besiegen. Sie müssen mir dabei helfen. Das klingt gut. Machen wir. Lesen wir die Mission gar nicht mehr durch hier. Ich habe Informationen über ein paar Schurken nicht weit von hier erhalten. Gehen wir schon hin, erledigen die Schurken. Dann gehört die Station uns. Ist das denn? Du siehst nicht wie ein Prospektor aus, aber so als hättest du Elektrum. Attacke! Jawohl! Nach dieser Tracht Prügel kommen die bestimmt nicht wieder. Alles klar. Ja, ich bin echt beschäftigt. Was kann ich für Sie tun? Verbessern wir deine Raffinerie. Dank Ihnen haben wir die Raffinerie perfektioniert. Die Elektronproduktion ist auf dem Maximum. Danke. Ja, noch mehr Kohle. Ist auch gut. So, jetzt müssen wir uns nur noch ein Ding suchen. Einen Platz suchen, wo wir noch ein Starlink aufbauen können. Irgendwas in der Nähe hier. Das ist also was ein bisschen in der Nähe ist. Macht gar nichts aus, ne? Tatsächlich geht's nur hier. Gut, nehmen wir den. Wie schnell hin? Mann, macht das Spaß hier rumzuflattern, das glaubt ihr gar nicht. Also, ich habe eine klare Kaufempfehlung für das Spiel. Wenn man den ganzen Schnickschnack mit dem Spielzeug nicht haben will, kann man natürlich auch die digitale Version kaufen. Ich glaube fast, die kostet aber das gleiche. Also im Endeffekt wart ihr eigentlich so nichts. Aber ich glaube, bei der digitalen sind ein paar mehr Sachen dabei. Ich bin mir nicht 100% sicher. Ich glaube, irgendwie in den Kommentaren bei mir hat das irgendjemand mal aufgeschrieben. Bin mir aber nicht mehr so sicher, wie das jetzt genau war. Das wäre natürlich cool, dann hat man natürlich alle Sachen auf einmal. Aber ich würde mich gerne um die Seuche kümmern, aber ich möchte jetzt erstmal hier diesen Starlink aufbauen. Oh, ganz clever. Das ist etwas, was ich später machen würde, so alles aufzuklären, wie man was machen kann. Aber jetzt erstmal so. In Violett. Mein Gott, wo kommen wir denn an? Da ist er. Springerstock entdeckt. Springerschwarm entdeckt. Oh, die sind echt ein Problem. Wir sollten sie beseitigen. Starke! Gravitation! Ziel eliminiert. Mach weiter. Bald ist das geschafft. Springerschwarm neutralisiert. So. Die könnten wir jetzt theoretisch... Die können wir gar nicht hier bauen. Warum denn nicht? Ach, weil wir schon einen gebaut haben. Stimmt. Na gut. Observatorium online. Noch ein Observatorium. Willkommen, willkommen. Sie genießen die Wunder von Atlas, ja? So, gibt uns 100% des Planeten. Höher bauen. Unsere Sensoren wurden vollständig optimiert. Ich hätte nie gedacht, dass wir so weit sehen könnten. Perfekt.
Ja, Leute, vielen Dank fürs Zuschauen. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss.